Hallo zusammen und seid mir herzlich gegrüßt zu einem neuen Eistest, wo wir uns mal wieder ein Cremissimo anschauen. Und ich sag euch, ich freue mich riesig. Das Cremissimo Schoko hält ist jetzt hier quasi zum Testen. Und ihr wisst vermutlich, zumindest die schon lange dabei sind, ich habe ja früher hauptsächlich, das heißt nur Ben & Jerry's gemacht. Und dann habe ich irgendwann mit Cremissimo angefangen und auch angefangen, dieses Eis zu lieben. Zumindest viele Sorten, viele sind Enttäuschungen, aber viele sind auch fantastisch gut. Ich mag die Konsistenz und immer wenn ein neues Cremissimo kommt, bin ich richtig voller Freude. Und ihr könnt es glaube ich hören, das bin ich jetzt auch. Wir schauen es uns eben an. Den Schokoheld, was hat es damit auf sich? Da ist nämlich gerettetes Eis drin. Wie schmeckt es, was steckt drin und lohnt es sich, dieses Eis zu kaufen? Das klären wir jetzt in diesem Testvideo und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Und meine Haare fliegen hier gerade durch die Gegend. Wunderbar, Mann, 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 ich bin happy, denn ich habe ein neues Cremissimo. Das Cremissimo Schoko hält mit bis zu 40% gerettetem Eis und 100% lecker. Schoko hält mit Schokosoße und weißen Schokoladenstückchen, so sieht es aus. Sieht verheißungsvoll aus, löffelzarter Genuss. Und ja, dadurch ist natürlich Cremissimo bekannt, dass es löffelzarter Genuss hat. Es gibt zu allen Cremissimo-Tests, wie es auf meinem YouTube-Kanal. Schaut in die Playlist und auch an die neuen Leute jetzt hier. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, falls euch meine Videos gefallen. Was hat es mit diesem geretteten Eis auf sich? Wusstest du, dass in Deutschland pro Jahr knapp 18% aller weggeworfenen Lebensmittel aus der Verarbeitung stammen? Also sprich, dass während der Produktion eben Sachen übrig bleiben, Verschnitte zum Beispiel von so einem Kuchen, ne, wenn der so in schöne Form geschnitten wird, wird der Rand des Teigs wahrscheinlich abgeschnitten, damit alles schön eben ist, sowas eben. Dagegen wollen wir etwas tun, für noch mehr Nachhaltigkeit bei vollem Genuss. Wir von Cremissimo haben ein innovatives Verfahren entwickelt, bei dem wir nicht verwendetes Eis einschmelzen, weitere hochwertige Zutaten hinzufügen, und weitere Zutaten hinzufügen. Durch unseren ausgefeilten Prozess erhalten wir ein einmaliges Geschmackserlebnis. So entsteht ein cremiger Schokoladengenuss, der bis zu 40% aus dem sonst nicht verarbeiteten Eis besteht. Ein echtes Heldenwerk. Silke. Ja, Silke. Okay, ich sag erstmal dazu, interessant. Wahrscheinlich nehmen sie am Ende das, was so an der Maschine so raustropft, fegen das irgendwie auf oder mit so einem Wischmopp machen das in so einen Kehrschaufel und kippen es wieder oben rein. Nein, so wird es sehr wahrscheinlich nicht sein. Ich habe mich verschluckt, weil ich so gelacht habe. Das ist die Strafe dafür. So. Ja, also an sich natürlich fein, wobei das ist natürlich krass, solche Zahlen. Ist auch krass, dass sie es zugeben. Und andererseits frage ich mich aber auch ehrlich gesagt, was ist das für ein Prozess, wo 40% einfach normalerweise immer verloren geht? Oder wie viel war das? Knapp 18, nee, warte, nee, wie viel war das? 18%? Ja gut, ne, 40% wird davon gerettet, aber ja, wie viel ist das denn, was dann so übrig bleibt? Also, oder ist der Anteil überhaupt groß? Das sind alles so Zahlen, die subjektiv sein können. Angenommen, es werden 1000 Liter Eis produziert und davon ist immer ein Liter Überschuss. Und wenn davon jetzt 40% gerettet wird, dann sage ich nur so, wow, fantastisch. Also, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich will es aber auch nicht schlecht machen. Es ist natürlich besser, Sachen Eis zu retten, als es wegzutun. Deswegen kann man sagen, gut. Regulär 3,30 €, 3,40 €. Ich habe es im Angebot gekauft für 1,77 € jetzt bei Edeka diese Woche. 900 Milliliter, 524 Gramm und damit tatsächlich mal ein bisschen dichteres Eis als die meisten Cremissimos. Die haben meistens ein bisschen weniger Gramm drin. Dunkle Schokoladeneis mit Schokoladeneis. Ach nee, dunkle Schokoladeneis und Schokoladeneis. Also einmal helles, einmal dunkles. Und Schokoladensoße, 18% mit weißen Schokoladenstückchen. Klingt sehr geil. Entrahmte Milch, Glukosesirup, Zucker, Sahne, fettarmes Kakaopulver, Kokosfett für den Schmelz natürlich, ne? Ist eben kein Milcheis, keine Eiscreme. Hier wird Kokosfett genommen, hier wird Glukose-Fructose-Sirup genommen, worüber man wieder streiten kann. Das ist sicherlich nicht das Beste, ist für die Verarbeitung aber einfacher als Zucker. Molkenerzeugnis, Kakaobutter ist auch eine Fructose-Sirup. Hat eine andere Süße, eine intensivere Süße. Man kann alles kaputt reden. Es hat alles irgendwo verfahrenstechnisch, aber auch seine Vorteile. Aber es kommt immer auf den Standpunkt an. Es ist trotzdem schade, dass mehr Glukose-Sirup als Zucker drin ist. Also das, ich verstehe so. Es kommt immer auf den Gesichtspunkt an, wie man etwas betrachten möchte, ob man etwas als gut oder schlecht bezeichnet. Das Kakaomasse, Emulgatoren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren, Johannesbrotkerne, Karagen, Guarkernmehl. Sie haben die Rezeptur, die Grundrezeptur geändert. Habe ich euch ja beim letzten Schwarzwälder Kirsch gezeigt. Butter, Reinfett, Himbeerpüree, warum auch immer.
Säureregulator ist drin, Aromen, modifizierte Stärke, rote Beete, Saftkonzentrat, Obstbrand, Sauerkirsch, Saftkonzentrat. Haben die sich vertan? Warum ist denn das da drin? Ach, dann sind das wahrscheinlich die Reste, die vom Cremissimo Amarena kommen oder was? Schwarzwälder Kirsch oder was soll das? Hä? Wo kommt das her? Warum ist das hier drin? Das sind dann vielleicht ja wirklich die Reste und das klappt. Es kann natürlich sein, dass sie Reste aus einem Kirscheisproduktion in dieses Eis hier reinmachen, weil du kannst ja nicht die Reste eines Kirscheises in ein Vanilleeis machen, was dann vielleicht zu rot werden würde. Vielleicht ist es das, oder? Könnte sein. Es macht zumindest Sinn, wie ich finde. Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. 100 Gramm, 206 Kilokalorien, 8,6 Gramm Fett, 25 Gramm Zucker, 27 Kohlenhydrate, 3,4 Eiweiß. Kennt man soweit? Und ja, vor allem, wenn sie jetzt aber irgendwie bis zu 40% retten, was machen sie dann? Ne, da müssen sie irgendwie doch, die können ja nicht immer einen verschiedenen Anteil in verschiedenen Chargen von gerettetem Eis reinmachen. Da müssen sie ja quasi das gerettete Eis nochmal frisch nachmachen, damit alle Eis gleich schmecken. Egal, es wird kompliziert. Jetzt gucken wir uns das Eis endlich mal an. Und ich sag da nur Hallöchen. Es sieht richtig mega gut aus und ich muss mir da jetzt natürlich gleich erstmal was rausportionieren. Ups, wir gucken uns das jetzt hier erstmal einmal schön im Foodporn-Kameramodus an. Mit der weißen Schoki, da wird auf jeden Fall nicht gespart. Es sieht sehr, sehr geil aus und hier die Schokosoße sieht auch geil aus. Das Eis sieht auch geil aus, es gefällt mir, es sieht wirklich gut aus. Und ich portioniere mir was raus, ab in die Schüssel, denn es fängt schon langsam an zu schmelzen und dann schauen wir es uns im Detail an. So, da haben wir das Eis und sieht das nicht schon mal hübsch aus hier? Es sieht wirklich gut aus und es ist schon sehr gut angeschmolzen. Das könnt ihr hier am Rand sehen. Da können wir gleich direkt das Schokoeis probieren. Ich werde das dann gleich ein bisschen umdrehen, dass wir ein bisschen reinschauen können. Aber hier, jetzt können wir direkt erstmal das Eis probieren. Ah, und da seht ihr auch schon die Luft, die da richtig drin ist. Und oben so diese Schokosoße, kann man die Luft sehen. Lecker. Schön schokoladig und es hat eben diesen typischen Cremissimo-Schmelz. Ist ja wie gesagt sehr luftig, cremig auch. Durch diese Bindemittel wird eben kaschiert, dass da viel, dass da weniger Fett drin ist, wollte ich sagen, und viel Luft. Und deswegen kann man es auch einfach so direkt aus der Packung essen. Jetzt gucken wir uns mal das oben an. Die Schokosplitter. Super knackig, das habt ihr vielleicht gehört. Geschmacklich nimmt natürlich das Eis natürlich die Show. Spielt die Hauptrolle, wollte ich sagen. Die geben hauptsächlich so einen Knack dazu und das ist schön. Jetzt frage ich mich aber, wo das helle und wo das dunkle Schokoeis ist. Also schön schokoladig. Und es ist so ein Zwischending zwischen Vollmilch und Zartbitter, würde ich sagen. Das hier wäre ja jetzt eher die Soße. Könnt ihr da sehen, diesen Schokostreifen. Ja, diese Soße, die verteilt sich auch. Die ist ja nicht nur oben auf dem Eis, die ist ja auch innen drin. Hier unten könnt ihr sie sehen. Sehr lecker. Sehr, sehr schokoladig. Hat schon fast was von so einem Pudding. So rein vom Schokogeschmack her jetzt. Und gefällt mir. Es ist jetzt halt ein Eis, welches ein Schokoheld ist, weil gerettetes Eis drin ist. Es ist für mich geschmacklich jetzt nicht eine Offenbarung, wie ich ein Cremissimo Windbeutel ultra geil finde oder ein Cremissimo oder ein Walnuss. Aber es ist lecker schokoladig, mit der Soße sieht das gut aus. Es hat wie alle Cremissimos eben eine tolle Konsistenz. Und das gefällt mir. Ich kann, wie gesagt, jetzt irgendwie überhaupt nicht finden, wo hier das hellere und das dunklere Schokoeis sein soll. Keine Ahnung. Ihr seht, das ist alles einfarbig. Nochmal. Also wahrscheinlich wird es dann das vielleicht sein, diese dunkleren Soßen oder irgendwie so. Das ist, ich weiß es nicht genau. Ja, also hier. Aber das ist eigentlich die Soße. Ich weiß es nicht. Also ihr seht es, ich kann es jetzt nicht sehen. Vielleicht ist es vermischt. Vielleicht heißt es aber auch, dass das Dunkle der Rest ist, der gerettet wird. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls schmeckt es mir wirklich gut. Es hat doch so ein bisschen so vom Aroma wie so ein Mousse au Chocolat, wobei es da ja natürlich auch verschiedene gibt.
Es ist auf jeden Fall super lecker. Also es schmeckt mir. Es ist ein Schokoladeneis ohne Pipapo. Das ist aber gut gelungen. Es ist eine nette Idee, die aber wahrscheinlich einfach mehr Marketing ist. Ich kann mir vorstellen, dass andere Eishersteller sowieso Eis, was normalerweise, also irgendwie versuchen, so viel wie möglich zu retten, ist ja auch Geld. Ist ja nicht so, dass, also klar, in vielerlei Beziehungen ist natürlich billiger, Sachen einfach wegzuwerfen. Siehe Retouren von Internetbestellungen. Aber andererseits glaube ich schon, dass jeder auch irgendwie daran interessiert ist, Geld zu machen. Und dazu gehört es sicherlich auch in vielen Fällen, einfach Sachen, ich sage jetzt mal, zu retten. Von daher, ob das alles jetzt hier so, wer weiß wie toll zu erwähnen ist, sei jetzt mal hingestellt. Das Eis ist aber lecker. Wenn ihr Schokoeis mögt, dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Ich sage nur hier, es sieht ja wohl mal wirklich fein aus. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Die Schüssel ist leer, ich bin zufrieden und werde mir jetzt mal ein Abendbrot machen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, passt auf euch auf und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, adieu und ciao.